Hallo. Hallo. Ich willkommen oder so. Schon okay. Du musst nichts sagen. Ich wollte nur nach dir sehen. Wartest du auf etwas? Ja. Was gegen, wenn ich mit dir warte? Bitte. Natürlich. Armee der Freundschaft. Achievement. Oha. Na, das hätte jetzt fast noch ins letzte Part gepasst. Vierte Akt, Totenwache. Kapitel 25. Das letzte Licht. Erster sterbender Mond. Ich bin gespannt, das nähert sich ja langsam wirklich dem Ende. Sie sollten bald zurück sein. Vielleicht bringen Sie mir etwas zu knabbern mit. Da sind Sie schon. Ein runder Applaus für die Helden von Asteria, wenn ich bitten darf. Habt ihr was zu knabbern dabei? Was? Tut mir leid. Applaus. So will ich das hören. Ist das ein Gewinnergrinsen, was ich da sehe? Was sollte es sonst sein? Die Welt ist sicher. Freut mich zu hören. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte, aber es tut gut, sich nicht mehr zu sorgen. Ja. Kann ich euch Helden einen Drink anbieten? Noch nicht. Ich erzähle meine Heldengeschichte nur, wenn Gracie dabei ist. Ich brauche ihr O's und A's und ihre Hexe. Du musst wirklich vorsichtiger sein. Wo ist sie eigentlich? Hat sie dich satt? Hex. Es tut mir leid. Ich würde gute Stimmung nicht versauen, aber sie hat es nicht geschafft. Was meinst du damit? Sie hat es nicht geschafft. Du meinst nicht rechtzeitig aufzuwachen. Hält sie gerade ein Nickerchen? Sie hat den Zauber nicht überlebt. Sie hat es versprochen. Ich weiß. Nein, du verstehst es nicht. Sie hat versprochen, dass sie es schafft. Es bricht nie ein Versprechen. Sie hatte wohl diesmal keine Wahl. Aber sie, ich, Drachen, Gracie, du musstest einfach die Helden markieren, oder? Und wo ist sie? In einem der Zimmer oben. Das mit den pinken Nelken über dem Betreten strengstens verboten Schild. Okay. Danke, dass du dich um sie gekümmert hast. Sie war die talentierteste Hexe, die ich jemals getroffen habe. Das war sie. Und die liebste. Aber ein gutes Herz kann einen nicht retten, auch wenn ihres mich gerettet hat. Das ist fürchterlich. Ja, sie war eine tolle Frau. Sie wird der Welt fehlen. Aber ich bin dankbar für ihre Hilfe. Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Ich hoffe, sie weiß das. Ich glaube, das tat sie. Wir haben immer dafür gesorgt, dass sie weiß, wie talentiert sie ist.
Also, ihr zwei, ein Drink. Würdest du dich damit besser fühlen? Ein wenig. Dann nehme ich einen. Vielleicht einen, mit dem ich mich federleicht wie eine Nymphe fühle. Danke, Fäbel. Na, das ist ja wohl keine Frage, welchen Drink wir hier für Fäbel wählen. Steht ja außer der Debatte. Ein schneller Stuck. Blutstreiche nicht vergessen. Und ab dafür. Hier, dein Lieblingstrink. Wie gut du mich kennst, beruhigt mich immer wieder, danke. Wir sollten jetzt wohl über unsere Heldentaten sprechen, oder? Das wäre schön. Ich fange am besten bei der anderen Gruppe an, die die Wurzeln beschützt hat. Es begann alles mit einem Wettstreit geistiger Natur. Ihnen geht's gut, den Wurzeln und den Leuten Not. Die örtliche Regierung hat ihnen die Gefahr zuerst nicht abgekauft, war also ziemlich eng. Aber es klang, als hätten sie alles rechtzeitig rausgekriegt. Dann mussten sie sich nur noch darum kümmern, um Totenhorden den Hintern zu versohlen. Kay sagte, dass sie sehr viel Hilfe gehabt hätten. Er und Gräfin Evelyn haben gemeinsam ein ganzes Bataillon Untoter erledigt. Die Vivanchimäre, Hydra und die Grievere haben die Schlitttore verteidigt. Die Banshee und die Marimorin haben Bayas Hilferuf gehört und mehrere Skelette so verängstigt, dass sie zu Staub zerfielen. Ein mächtiger Zauberer und jede Menge Familiare und ehemalige Familiare standen mit Feuer und Krallen bereit. Scully hat die bleichen Schleier aus den immergrünen Archiven überreden können zu helfen. Als sie hörten, was mit Tia geschehen ist, war ihr Zorn kaum zu bremsen. Sogar Nils Eltern waren da, mit einigen Abenteuern in Rente aus Borka. Und Onkel Dragan war auch da und hat geholfen, zusammen mit der Werwolfssiedlung aus dem Aschenheim. Man war froh zu hören, dass der alte Narre noch immer Mumm in die Knochen hat. Das klingt doch ganz schön ereignisreich. Aber unser Team hat gewonnen. Das haben sie. Und ihr? Wir haben auch gewonnen. Knapp. Das klingt aufregend. Du hast eine seltsame Definition von aufregend. Der Deputationszauber klappte wirklich gut. Er war ungeheuer präzise. Wir konnten sogar die Umrisse des astralen Portals sehen, umgeben vom Blut des ersten Vampirs. Und dahinter der entweiht durch. Vor uns erstreckte sich scheinbar endlos ein Fluss aus der astralen See. Sein glitzerndes Wasser war mit unsterblichem Blut vermengt. Und wir waren uns sicher, dass uns das direkt zu Khazar führen würde. Doch das Wasser war tief und wir hatten kein Boot dabei. Also wirkte Hex ein Art Flugzauber auf uns. Fühlte sich komisch an und wir waren ziemlich schnell. Aber der Kampf war schwer. Wei heilt uns, wann immer wir verletzt wurden. Aber Khazar hatte immer noch die untote Tier an seiner Seite. Bevor ich mein Bestes gab, um sie mit meinen Pfeilen auf Distanz zu halten. Und schließlich kam Clay zu ihr. Er sorgte dafür, dass sie nicht mehr gegen uns kämpfen musste.
Er wird sie bald ohne dich bestatten. Du bist besser dabei. Das werde ich. Aber das hat den Kampf nicht beendet, schätze ich. Nein. Zirkin konnte Krasar lange in Schach halten. Aber ich wurde besiegt. Geb ich ungern zu, aber so war es. Er war stärker als jeder Feind, den ich bis dahin hatte. Die Axt ist echt nicht zu verachten, aber seine Entschlossenheit war das auch nicht. Wie konnte sie gerade noch rechtzeitig wegziehen, aber es sah übel aus. Nur ich stand noch zwischen ihm und seinem Ziel. Ich breitete mich darauf vor, die Kräfte anzurufen, die Uwe mir gegeben hatte, egal was es mich kosten würde, doch dann wirkte Hex. Einen Feuerball? Nein, ich wirkte die Seelenbindung. Krasar hatte zahlreiche Pfeile von Febel im Körper stecken. Und er sah übel aus, übel genug, dass ich dachte, ich könnte seine Seele herausziehen. Also dachte ich, ich könnte es genauso gut versuchen. Es hätte dich umbringen können, oder deine Freunde. Ich hätte es, aber wir Hex sind für uns unsere Risikofreude bekannt. Und Gracie hätte mich umgebracht, wenn ich nicht liebend zugekommen wäre. Ich musste einfach überleben. Hat es funktioniert? Natürlich. Ich zog seine Seele direkt aus seinem Körper und in meiner Panik band ich ihn in das nächste Objekt, das ich finden konnte. Die Urgroßaxt? Genau. Ich schätze mal, es ist jetzt nur eine verfluchte Axt. Ich habe sie sogar mitgebracht, dachten, das wäre eine klasse Dekoration für dein Gasthaus. Lin hat sie für mich transportiert. Bitte. Ui, die sieht aber hübsch aus. Wunderschön, das wird mein Gasthaus enorm aufwerten. Ha, wusste ich, dass es dir gefallen wird. Danke für diese Geschichte. Ich bin unglaublich stolz auf euch. Ohne deine Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Oder ohne die von Grace. Wie wäre es, wenn ich euch allen einen Drink ausgebe und wir erzählen ihr diese Geschichte? Ich bin sicher, dass sie sie nur zu gern hören würde. Das klingt wundervoll. Es war eine echt tolle Zeit. Danke für alles. Auf 1 Million weitere Abenteurer. Oder so. Jetzt werd ich nicht mehr sentimental. Erzählen wir eine Geschichte. Los geht's. Ende gut, alles gut. Das war noch nicht alles. Oh, wir haben die Credits. Vorbei jetzt. Ach. Ach, hier haben wir Voy, hier haben wir Nanny. Oh, hier haben wir den. Schade, Mann. Alle versammelt hier. Nix dort. Ah, eine Statue für. Verstorbene. Hoffentlich noch eine Statue für die. Für. Na komm schon, Namen. 2 große Statuen neben der Taverne am Eingang. Credits.
Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt schon der letzte Part wird und dass wir jetzt schon durch sind. Das ist ja interessant. Und wie ist das? Ist das hier? Das ist unser Vampir hier. Ja, das ist den Sprinten neuen Gewand. Voi. Ula. Was hier alles so im Hintergrund passiert. Ula, nee, die Nähmaschine. Und das sind hier die Leute, die an diesem großartigen Spiel schuld dran sind. Ich weiß hier, den Credits passiert, finde ich großartig. Ich wollte die Kickstarter-Campaign. Leute. Gott, da stehe ich irgendwo drin mit dabei. Doch, Männer, irgendwann auf. Oha. Die Bilder hier, ne? Im Abspann. Ich kann gerne auf die Namen gucken hier. Double Memory of Chrissy. Es war dieser eine Elfe mit den Blumen in den Haaren, die wir mal hatten. Die End. Jetzt kommen die ganzen Kickstarter. Die Diamond Gold. Party, ja. Es war doch ein sehr gutes Ende, würde ich sagen. Es ist doch so ein Happy End, gewisserweise. Also, ja, muss ich schon sagen. Ja, ein kleines Fazit zu geben für das Spiel. Ja, ist beinahe ein 10 von 10 Spiel. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde dem Spiel eine. Ich gebe dem Spiel eine 9,5. Ich bin 9,5 von 10. Es gab ein paar Dialoge, die so zwischendurch die ein paar. Naja, es gab so zwischendurch ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, hätte jetzt nicht sein müssen. Es ist gar so ein paar, wenn dann. Ich glaube gerade die. Ich habe es irgendwie gut geschandet über mich, ich habe den Namen wieder vergessen. Die Paladin-Dame, die gestorben ist, die da ihre Statue hat. Wenn die dann mal wieder angefangen hat, sich über Ewigkeit, so über Backstory zu reden, das war so, das fand ich so ein bisschen eine Schwäche. Wenn es da erzählt wird, das Ganze als dann wirklich, ich glaube, ich habe es so 10 oder 15 Minuten lang vorgelesen, wie sie dann alles erklärte mit den Drachen, wie die funktionieren und wie das alles, wie so die ganze Hintergrundgeschichte ist, ab und zu mal. Ja, ist klar, dass die wir haben die ganze Zeit nur das Ganze aus der Sicht von der Barkeeperin gesehen und konnten das selbst nicht rausgeben. Also musste es irgendwie ermittelt werden, aber ja, wenn Charaktere, wenn NPCs den Vortrag zu behalten, was die Geschichte der Welt ist, da läuft was falsch. Es ist so ein bisschen, also es ist eine große Schwäche, versteht ihr, was ich meine, das hätte man irgendwie ein Buch schreiben können, also es gab ja das Buch, wo die Rezepte drin sind und so, wo man immer nachschlägt. Da könnte man auch, ich meine, da stand auch einiges drin, da könnte man auch nachlesen zu den verschiedenen Kontinenten und so weiter. Da hätte man noch so ein bisschen Allgemeinwissen über die Welt ab. Das ist dann der Charakter, der Vortrag überhält, was so. Es gab so Momente, wo ich mir dann schon beim Vorlesen gedacht habe, will ich das jetzt noch weiterlesen? Es gab schon manche Momente, wo. Ein Moment, den ich sogar angemerkt habe, der so, also in sich schlüsste, ich hab's auch einen Moment hier mit dem Rollstuhl, ich hab's, das mich in einem Partner, der Rollstuhl, der mit der, wo die,
wo Inkeep gesagt hat, dass dass es ein Portal beim Eingang geht, wo der Rollstuhl reinkommen kann. Später aber beim Finale wird gesagt, kannst uns ja nicht irgendwo hin teleportieren, du hast ja nicht, also kannst ja nur Drinks teleportieren. So ein bisschen. Also wenn man sowas schon einbaut, muss man auch also so ein bisschen die eigene Welt das im Hinterkopf behalten. Also wenn man sowas einbaut, dass man einen Rollstuhl in die Taverne teleportieren kann, dann muss man dann später auch dann darf man sich selbst nicht widersprechen in der eigenen Lore. Das ist so ein bisschen. Ja. Also ein paar Schnitzer gab's. Muss ich leider sagen. Aber es ist so dem Gesamtspiel. Also es war sehr spannendes Spiel. Also nachdem ich so verglichen jetzt mit Coffee Talk, was Coffee Talk ist auch so Geschichten erzähle, so vorne da so der Art, du hörst nur die Geschichten von denen, die es erzählen. Ich würde fast sagen, ich will jetzt Coffee Talk kein Unrecht tun, aber ich würde sagen, das Spiel ist ja wirklich das schon, das hat das ist spannender als das Coffee Talk. Muss ich jetzt sagen, ich habe Coffee Talk, ich will nicht sagen schlechte Erinnerungen, aber ich habe das Spiel, das war die Storys, die da erzählt wurden, das war schon die Charaktere super ausgestaltet. Die Story, die erzählt wurde, bis auf wenige kleine Geschichten, die sich ein bisschen gezogen haben und ein bisschen langweilig wurden. Das meiste war wirklich echt. Und die Animationen auch drin, dass die nicht nur starr da sitzen. Ja, haben die meiste Zeit, aber es ist da zwischendurch so ein bisschen, so ab und zu mal ein bisschen was passiert. Es ist jetzt kein Action-Adventure, wo sehr, sehr viel Wumms und so passiert, aber das braucht es auch nicht. Es war sehr viel. Ist ein wirklich sehr schönes Spiel. Ist da tolle Charaktere, tolle Story, der Soundtrack einfach großartig. Puh, ja, also ein ordentliches Spiel. 9,5 gibt es von mir. 9,5 von 10. Und ein Stern, wie es dann oft. Würde sagen 4,5 von 5 Sternen. So 4,5. Also so fast Top-Leistung. Ja, wundervolles Spiel. Jetzt hört der Soundtrack in der Endcard auf. Schade, jetzt muss ich ein bisschen quatschen. Und dann bestimmt noch ein bisschen Soundtrack hineinfügen. Weiß ich nicht. Wie können wir hier auch die ganzen. Es gab eine große Kickstarter-Kampagne. Mal da ist mein Name. Da bin ich. Sehr schön, hab das natürlich auch supportet. Eine Kickstarter-Kampagne. Tolles deutsches kleines Indie-Studio. Supportet Indie-Entwickler. Wenn was geht. Ja. Cover Talk von Gentle Twong. Wie das richtig im Kopf war, ja, Gentle Twong. Ja, tolles Ding. Das ist wirklich auch die Wünsche von der Community, die da eingebaut wurden, noch, die da Sachen da. Ich weiß noch, wie das in der Kickstarter-Kampagne da, die wir auf dem Discord-Community waren, um das Pet Undo-Feature ja, gestritten haben. Ein bisschen, bis das noch reinkam. Da wurden die Entwickler ein bisschen genervt. Ja. Also auch mit so Kickstarter, da kann man so auf Discord, auf dem Server, da kann man auch immer, kommt auf den Discord von Gentle Tour und Tavern Talk. Das sind echt, das sind.
Ich bin ein großer Fan davon, wenn man bei so Spielen auch mal dann wirklich Kontakt auch mit den Entwicklern haben kann, wirklich sich dort auch auf dem Server dort austauschen kann und da gerade bei so Kickstarter-Kampagnen, Spiele, die in der Entwicklung sind, auch so ein bisschen da sein, da ein bisschen Einfluss vielleicht darauf haben kann, so also ein bisschen mit. Ich meine, bei Kickstarter war ja, konntest ja, wenn du ganz hohe Summe gezahlt hast, konntest du dann, können wir uns auch gleich nochmal angucken, deinen Charakter mit in die gesuchten Liste aufnehmen, die teilweise hinten im Spiel, im Brett dort noch aufhängen und so weiter. Kickstarter ist nur. Gibt's viel weirdes Zeug, muss ich sagen, aber ja, manchmal es lohnt sich zu supporten. Dieses Spiel auf jeden Fall. Da mich nach oben soll es sich gefallen haben. Ich quatsche euch manchmal viel voll, obwohl der Part ist jetzt so zu groß der Credits gewesen und Fazit. Kleine Indie-Games. Großartig, was soll man hier noch sagen? Ich habe ein bisschen gemeckert über ein paar Kleinigkeiten, aber es ist mir gerne auf hohem Niveau, dieses Spiel ist. Also dafür, dass es ein Indie-Game ist. Ich glaube, eins, wenn ich das richtig im Kopf habe, das erste richtige große Spiel dieses Studios. Man muss sagen, fällt mir Respekt. Und Däumchen nach oben für dieses Spiel. Ja, das hat mir wirklich, also, so richtig langweilig ist das nie geworden. Fantastisch einfach. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play. Bis zum nächsten 18. Let's Play Projekt. Ich weiß gar nicht, was jetzt als nächstes, was jetzt morgen gleich kommt. Am Anschluss, gleich morgen 18 Uhr geht's ja dann schon mit dem nächsten Projekt nahtlos weiter. Lasst euch mal überraschen. Jo, man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.